Es ist schon ziemlich absurd, dass wir ein ganzes Leben lang Zielen hinterherjagen, Nester bauen, Vorsorge schaffen, damit wir am Ende genau das erlangen mögen, was immer gerade im Augenblick jetzt schon sich zuträgt, aber dadurch immer verpasst wird. Es gelingt den wenigsten, im Moment da zu sein als das einzig entscheidende Ereignis, den Moment im Hier da zu sein. Die Bewunderung der Reorganisation des Körpers, der den Moment von Zeit und Raum im Da erschafft, um diesen für kurze Zeit festzuhalten. Denn um nichts anderes als um das ging es oder konnte es gehen. Das gelingt denen, die aufs Objekt, aufs andere, aufs Ziel fixiert sind, nicht. Sie benötigen immer Bedeutung und Sinn. Das Einzige, was ihnen vielleicht gelingt, ist der Blick nach innen beim Schließen der Augen, sowie das Theater der Welt nach Öffnung des Augen-Shivas erzeugt wird. So können auch innere Welten erblickt werden unter ein wenig Übung. Beim aufs andere oder Objekt fixierten ist es wenigstens die Genugtuung über den Gedankensalat, den Gedankenwust, das Gedankenuniversum, das diesem beschert ist, und manchmal sogar das Sprechen aus dem Unbewussten.